Schüler fragen mich oft, wie in der Nähe der Bordsteinkante zu stoppen und dabei nicht die Stoßstange des Autos brechen. Ich werde Ihnen eine Lektion zu diesem Thema zeigen. Wir lernen mit Markup. Sie hören auf die Linie zu sehen, wenn Sie durch die Frontscheibe des Autos geradeaus schauen. Versuchen Sie nicht, die Stoßstange Ihres Autos zu sehen, während Sie durch die Windschutzscheibe schauen. Es wird völlig nutzlos sein. Aber Sie können diese Linie durch das Seitenfenster sehen. Halten Sie in dem Moment an, in dem Sie eine Linie unter dem Autospiegel sehen. Sobald die Linie erscheint, sofort anhalten. Halt an die Entfernung zur Haltestelle ist angemessen. Nach dem Training auf der Baustelle mit einer Markierung können Sie versuchen, in der Nähe des Bordsteins anzuhalten. Jetzt wird die Grenze Ihre Richtlinie sein. Aber ich muss genauer sagen, dies sollte die Unterkante des Bordsteins und die Kante des Asphalts sein. Sobald Sie diese Linie unter dem Spiegel sehen, müssen Sie anhalten. Die Grenze wird nahe sein. Sie werden die Stoßstange des Autos nicht beschädigen. Aber wir müssen uns erinnern, Sie können in einem Auto hoch oder niedrig sitzen. Dies hängt davon ab, wie Sie den Fahrersitz eingestellt haben. Beeinflusst auch Ihre Körpergröße. Das Design des Autos beeinflusst auch die Genauigkeit. Und der Spiegel kann in verschiedenen Höhen am Auto montiert werden. In jedem Fall sollten Sie mit Ihrem Auto trainieren. Sie sollten diese Methode ausprobieren. Möglicherweise müssen Sie diese Methode anpassen. Sie müssen jedoch weiterhin unter den Spiegel schauen und im Seitenfenster nach dem Bordstein suchen. Diese Technik ist nur dann erfolgreich, wenn Sie um 90 Grad zum Bordstein fahren. Wenn Sie sich der Bordsteinkante in einem Winkel nähern, erhalten Sie mit dieser Methode kein gutes Ergebnis. Und jetzt kehren wir zu der Stelle zurück, wo es Markierungen und Begrenzer gibt. Wir haben genau die gleiche Aufgabe. Aber erst jetzt müssen wir uns dem Hindernis in umgekehrter Richtung nähern. Schüler fragen mich oft, was ist zu beachten, wenn sie rückwärts an die Bordsteinkante herangehen? Woher weißt du, dass es Zeit ist, aufzuhören? Wie man nicht in den hinteren Begrenzer läuft. Es gibt einen einfachen Weg, um zu lernen, wie man zum Bordstein zurückkehrt und pünktlich anhält. Wir werden die hintere Linie im Spiegel betrachten. Und wir interessieren uns auch für den Türgriff, den Sie auch im Spiegel sehen. Sobald es mit der Markierungslinie im Spiegel kombiniert ist, müssen Sie anhalten. Mal sehen, was wir haben. Wir legen den neutralen Gang ein und ziehen die Feststellbremse an. Und lass uns rausgehen und sehen. Am Heck des Autos ist ein Abstand von etwa 20 oder 30 Zentimetern. Wir versuchen es erneut, aber wir schauen in einen anderen Spiegel. Wir kombinieren auch den vorderen Türgriff mit einer Markierungslinie. Sie selbst sehen das Ergebnis. Es spielt keine Rolle, welchen Spiegel Sie beobachten. Das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Es gibt jedoch Merkmale in diesen Aktionen. Wir können die Vorderseite des Griffs und die Linie kombinieren. Wir können die Rückseite des Griffs mit der Schnur kombinieren. Und Sie können die Mitte des Stiftes als Leitfaden verwenden. Sie müssen die beste Option finden, weil Autos anders sind. Zum Beispiel hat ein Auto mit zwei Türen breite Türen. Ein Auto mit vier Türen hat schmalere Türen.
Dementsprechend befinden sich die Türgriffe an verschiedenen Stellen. Und das wirkt sich entsprechend auf das Ergebnis aus. Auch ihre Körpergröße und die hohe Landung beeinträchtigen die Genauigkeit. Wie hoch deine Augen sein werden. Dies wirkt sich auch auf ihre Fahrposition aus DH darauf, wie nah sie am Lenkrad sitzen. Das Design des Autos wirkt sich auch auf die Genauigkeit aus, das heißt, wenn die Spiegel selbst am Auto montiert sind. All diese Eigenschaften beeinflussen das Ergebnis. Unsere Richtlinie wird nicht ganz korrekt sein, aber trotzdem wird er da sein. Und Sie können den richtigen Stopp ziemlich genau ausführen. Wie Sie selbst verstehen, sollten Sie trainieren. Sie sollten diese Tricks ausprobieren. Ich wünsche Ihnen ein gutes Training. Alles Gute. Auf Wiedersehen.